StarCraft Remastered Folge 65. Vermutlich letzte Zerg-Mission, die 10. Aber ich glaube, upsa, ich glaube nicht, dass wir sehr schnell damit durch sein werden. Ah, okay, das ist eine Plattform. Nicht mal anders hier irgendwo vielleicht. Weitere Ressourcen. Ah, da sind auch weitere Ressourcen. Kommen wir dahin? Können wir hinlaufen? Wir werden sehen. So, wir müssen produzieren. Hier auch. Hier haben wir drei Ta. Oh, das sind richtig. Oh, das ist ein großes Vorkommen. Sehr großes Vorkommen. Okay, das ist auf jeden Fall eine Basis, wo wir hin können. Das hier auch relativ große Vorkommen. 6000 Vespingas. Was ist hier los? Machen wir weiter. Oh, das hört sich nicht gut an. So, die müssen abbauen. Wir brauchen ganz viele Zerglinge, weil hier sehr, sehr viel Kristall übrig ist. Aber warte mal, das sollten wir auf jeden Fall. Das sollten wir auf jeden Fall gleich am Anfang machen. Weil Kristallprobleme werden wir keine kriegen. Wir werden wahrscheinlich eher so immer auf. Da muss noch einer hin. So, wir werden wahrscheinlich immer so auf das Pingas warten. Ja. Ja, also in die Idee wäre natürlich da als nächstes hier hinzugehen. Tatsächlich. Gut, was haben wir noch? Das haben wir natürlich. Offensichtlich muss ich fürchten, dass hier viele Flotten kommen. Wir gehen mal dahin, denn da scheinen auf jeden Fall welche zu sein. Ja, drei sehe ich gerade. Okay. Ja. Da wir jetzt schnell an Kristall kommen werden, aber langsam an. An Vespingas. Also ich wollte jetzt gerade sagen, ich brauche viele Hydralisken, weil. Gott. Also ich brauche viele Hydralisken. Punkt. Und, viele heißt viele und nicht wenig, also bitte. Komm. Das ist doch scheiße. Das nervt. So. Kristall, Gas fördert hier niemand mehr. Prima. Das hat ja. Das ist ja.
Ganz schön enttäuschend. Können wir mal so festhalten. So, mach mal hier. Also natürlich mit so viel Kristall hat man natürlich auch Möglichkeiten, mehr Möglichkeiten zur Verteidigung. Das steht außer Frage. Und im Moment kommen ja auch noch Truppenverbände, die mit wenig, mit ein wenig Abwehr abzuwehren sind. Ja, das kann man so sagen. So. Ah, guck mal. Gibt es denn hier irgendjemand, der nicht arbeitet? Sehe ich jetzt gerade nicht. Da. Sieht schon besser aus, vielleicht gehen wir da runter. Schwierig. Da, du arbeitest nicht, hab ich erkannt. Dann hätte ich gern ein paar mehr Arbeiter, damit die Mineralien schneller produziert werden. Das ist mir alles ein bisschen zu wenig, was hier kommt. Und ich mache Hydralisken. So, ihr macht hier noch ein bisschen darum. Ja, gut, das müsste reichen. Das ist ein guter Grundstock. In der Mitte bleiben hier. Wir müssen ja sozusagen überall eingesetzt werden können, wo es nötig ist. Ja. Ja. Bauen wir wieder Overlords. So, jetzt könnte man überlegen, wenn man sagt, ja, wir haben ja jetzt hier schon schönen Packen Hydralisken und dann gehen wir mal daher. Uns kann ja eh keiner aufhalten. Und die 300 oder das, was das jetzt kostet, das ist auch schnell bezahlt. Könnte man sagen. Sollte man das auch sagen? Ich weiß es nicht. Aber es ist eine Möglichkeit, schnell an Ressourcen zu kommen. Sehr schnell. Was ist hier so? Hier ist was Blaues. Ah, das ist wahrscheinlich nicht so gut. Nicht so günstig. Geh weg, du. Okay. Ja, der hat dafür bezahlen müssen. Siehst du? Kann funktionieren.
Man könnte jetzt sagen, es kommt natürlich, wird natürlich teuer, wenn wir jetzt immer hier neue Tiefkolonien produzieren muss, aber man kann auch sagen, nun ja, was hat denn der Feind ausgegeben? Wie viele Einheiten hat er denn verloren? Dann wird es vielleicht gar nicht mehr so teuer, die Rechnung. Aber ich glaube, man kann schon festhalten, die kommen fast immer von hier, ne? Das heißt fast immer, die kommen von da. So. Ihr habt die große Ehre, da zu laufen und mitzuhelfen, am großen Ganzen, für das große Ganze einen Beitrag zu leisten. Du darfst zum Beispiel einen Gasextraktor. Ach, den brauchen wir ja gar nicht, haben wir ja schon. Ja. Sicher, wir haben jetzt jede Menge Drohnen, das weiß ich auch. Aber gut, umso schneller wird das Zeug abgebaut. Seht es doch mal von der Perspektive. So, wir dürfen wieder Overlords machen. Und jetzt beginnen wir. Habe ich denn schon einen Schöschling? Nee, haben wir nicht. Jetzt beginnen wir mit dem alten Spiel. Wir machen einen Schößling. Und ehrlich gesagt hätte ich sogar am liebsten zwei. Und dann gibt es Mutalisken ohne Ende. Wisping, das haben wir eigentlich auch genug. Sieht ganz gut aus bis jetzt. Sieht ganz gut aus bis jetzt. Können wir das noch machen? Also Overlord haben wir erstmal. Ja. Damit wir das hier halten können, hat es noch nie geschadet, ein wenig Abwehr zu machen. Zumal immer dann, wenn die Ressourcenquellen so sprudeln wie jetzt. Übrigens, wenn die Ressourcen so groß sind, es ist immer ein Anzeichen dafür, dass es zu sehr großen Massenschlachten kommt. Und sollte es auch anders sein, gell? Uns hier ein bisschen absichern. So. Ich würde jetzt hier Tiefenkolonien machen und dann würde ich hier noch so Sporen machen. Sporen, Sporen. Evolution abgeschossen. Irgendwie so. So, da machen wir mal das. Da machen wir das. Mutalisken sind am Start. Ihr könnt mal euch verpissen. Wir machen Mutalisken. Ja. Ne, wir brauchen viel mehr. Das reicht über Weitem nicht. Für das, was ich vorhab. Spore, Spore. Ne, da wollte ich auch eine Spore machen. Das ist jetzt Kokolores gewesen.
Okay. Oh ne. Das finde ich nicht so schön. Oh, oh, da kommen wir ganz schön viele. Da müssen wir ein bisschen was tun. Ich möchte jetzt gar nicht die Mutalisken dahin schicken, weil die sind eigentlich ungeeignet. Die werden nur schön abgeschossen und sind teuer, das möchte ich nicht. So, jetzt haben sie ein paar Drohnen abgeschossen, richtig. Haben wir denn noch genug oder sind es jetzt zu wenig? Das ist auch ein Indiz dafür, dass wir hier auch ein bisschen Abwehr brauchen, natürlich. Also, mehr Drohnen. Ah. Oh nein, oh nein. Oh nein, oh nein. Oh nein, oh nein. Die müssen sterben. Die müssen sterben. Sonst ist der Oberlord tot. Da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Heidenei. Da haben sie mich jetzt gerade mal schön erwischt. Ein klarer Fall für mehr Oberlords. Und natürlich müssen wir hier weiter ausbauen. Und eine Spore brauchen wir. Eine Spore brauchen wir. Damit man hier auch sieht. Und eigentlich war ich ja jetzt hier beschäftigt. Ich will auch nicht, dass die einfach so hochlaufen. Da habe ich gar kein Interesse dran. So. Das wären alles Wächter. Die sind jetzt einfach reinspaziert, gell? Darf man nicht vergessen. Die sind jetzt hier reinspaziert und haben jetzt hier mal einfach viele Sachen kaputt gemacht. Und das darf eigentlich gar nicht sein. Das ist nicht schön. So. Wächter. Tiefen, Tiefen. Ein bisschen was müssen wir hier stehen lassen. Ein bisschen was müssen wir weiterhin. Na wohl, hier sind jetzt die Wächter. Dann lassen wir euch da stehen. Wir brauchen viel mehr Drohnen wieder. Hier passt es ja noch, oder? Gehen wir kurz weg. Drohnen. 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 Hier haben wir viele Overlords. Krasse Geschichte. Noch mal finden. Hier. Was? Wer hat jetzt eigentlich so mit? Wieso das denn? Und wir brauchen Vernichter. Hört auf meine Worte. Die werden noch ganz wichtig. Einfach zu wenig Gas. Das dauert zu lang. Und die Gasvorräte halten vor allen Dingen auch nicht ewig. Wir
kann ich denn noch zu Gas kommen? Wahrscheinlich muss ich irgendeine Fraktion mal angreifen. Dann habe ich den auf deren Vorräte. Protoss zum Beispiel. Das ist alles blau. Und man kann davon ausgehen, dass die... Was ist jetzt los? Man kann davon ausgehen, dass die alle relativ gleich stark sind. Da ist ja nur die Frage, wie greift man zuerst an? Ein Schuss, der war durch einen Schuss schon gestorben. Ach, guck mal. Guck mal, hier ist Gas. 5000. Das sollten wir auf jeden Fall mal machen. Das sollten wir auf jeden Fall mal machen, da bin ich dabei. Aber nicht du, du bist ja fast tot. Ich korrigiere. Ich korrigiere mich. Mit dem Fass tot, das stimmt einfach nicht. So, zack, zack. Und zack. Jetzt los. Nein, lass mal einmal nur zu ruhen. Ja, den Spruch, den kann man auch eigentlich nicht mehr hören, oder? Okay. Du gehst mal mit. Und dann gehen noch zwei Hydralisken mit oder so. Nee, 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 das war mal anders. Wir nehmen mit. Ich gehe in die Dings und nehme mit. Ich gehe in den Urlaub und nehme mit. Fünf von euch. Wir können ja jederzeit nochmal welche basteln, damit ihr hier mehr zum Abbauen habt. Und vier von euch. So, die zwei Gruppierungen. Ich mache jetzt einen kleinen... Oh! Ja, man könnte sagen, die stören. Ich würde gerne mal hier vorwärts kommen und die stören. Das Wort fällt mir jetzt dazu gar nicht ein. Naja, also mein super mega Masterplan, der wird in der nächsten Folge stattfinden und wir werden dann sehen, wie lange ich dieses Ding hier unten halten kann. Das kleine Zipfelchen, das kann ich aber schon erobern, hier ist ja keine große Sache. Das werde ich mir gleich mit dem Kopf gehen lassen. Bis dann, ciao.